Als die Familienmitglieder um den Esstisch saßen und gemeinsam ein angenehmes Mittagessen genossen, hörten sie ein leises Miauen aus dem Garten. Die Neugierde geweckt, gingen sie nach draußen, um nachzuforschen, und dort, eingebettet zwischen den Blumen, befand sich ein winziges und entzückendes Kätzchen. Es war ein magischer Moment, als sie die Blicke mit der winzigen Kreatur verriegelten und ihre Herzen füllten sich vor Freude. Sofort verliebte sich die Familie in den kleinen Fellball. Es war, als ob das Kätzchen sie, als sein Zuhause, für immer ausgewählt hätte. Sie nannten ihn Whiskers. Und von diesem Tag an wurde er zum Mittelpunkt ihres Lebens. Sie überschütteten ihn mit Liebe, Fürsorge und Zuneigung und im Gegenzug brachte Whiskers immense Freude in ihr Zuhause. Überwältigt von der Freude, Whiskers in ihrem Leben zu haben, entschied sich die Familie, jeden kostbaren Moment mit ihm festzuhalten. Sie begannen, wöchentliche Fotos von ihrem verspielten Gefährten zu machen. Mit den Wochen, die zu Monaten wurden, bemerkten sie etwas Erstaunliches. Whiskers wuchs in einem erstaunlichen Tempo. Er verwandelte sich von einem winzigen Kätzchen in eine majestätische Kreatur, viel größer, als es jemand erwartet hätte. Verwirrt dachten sie, sie hätten eine Maine Coon-Katze mit nach Hause gebracht, die für ihre beträchtliche Größe bekannt ist. Jedoch enthüllte eine zufällige Begegnung mit einem Katzenexperten bei einer örtlichen Haustierveranstaltung eine überraschende Wahrheit. Whiskers war tatsächlich eine norwegische Waldkatze, eine Rasse, die für ihre robuste Größe und ihr beeindruckendes Aussehen bekannt ist. Von Whiskers Wachstum begeistert, nahm die Familie Whiskers mit offenen Armen auf, ganz gleich, welche Rasse er war. Er war nun ein echter Großer, der mit seiner majestätischen Präsenz über ihnen thronte. Trotz seiner Größe blieb Whiskers jedoch sanftmütig und liebevoll. Sein wunderbarer Charakter machte ihn für jeden, den er traf, liebenswert. Whiskers hatte eine einzigartige Bindung zu den Kindern. Immer wenn sie mit ihm spielten, zeigte er ein außergewöhnliches Maß an Geduld und verstand, dass sie nur kleine Menschen voller unerschöpflicher Energie waren. Er jagte spielerisch Spielzeug hinterher und ließ die Kinder in Freude lachen, während sie versuchten, mit ihrem riesigen, katzenhaften Freund mitzuhalten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.